Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Tele Blocher. Die Leute, die sich jetzt fragen, wo wir sitzen, also wir sind irgendwie jetzt Andalusien oder so, sondern auf der anderen Seite von Ihrem Haus, hoch über Herliberg. Ja, ist einfach, normalerweise sind wir unten am Haus, mit der Aussicht auf den See, sehr schöne Aussicht, und auf die Alpen. Und auf Ihren Swimmingpool, oder? Da hat ja, glaube ich, ein bisschen Kritik in den letzten Wochen, oder? Ja, das ist klar, wenn es so heiß und trocken ist und ein Swimmingpool, also ein Schwimmbecken, oder? Dann hat es natürlich Leute, die sagen, ja, wir haben keinen Swimmingpool. Wenn dann einer sagt, es ist natürlich ein schöner Sommer, und sagen, ja, für ihn ist es ein schöner Sommer, aber für mich in einer kleinen Wohnung rein, bei 30 Grad. Ja, aber das war nicht der Kritikpunkt. Die Leute haben gesagt, es ist überall Wassernot. Ja, das ist die eine. Von denen habe ich nichts gehabt, aber ist vielleicht auch also, das mit der Wassernot muss man einfach, da muss ich sagen, hat die Zürich Zeitung einen guten Artikel gehabt, haben wir eigentlich zu wenig Wasser. Also, unsere Gemeinden, ich rede jetzt von diesen Gemeinden, da im Kanton Zürich, weil ich weiß, es gibt sicher Gemeinden, wo es ein bisschen anders ist. Wir haben pro Person Wasser zur Verfügung von 660 Liter pro Tag. Und man braucht pro Person 220 Liter. Das ist ja sehr viel. Wobei, das ist alles gebraucht. Das ist das Wasser, das man braucht, um die Strassen zu waschen, um die Gärten zu bewässern, bauen und so. Einfach 220 Liter, wenn man das pro Kopf ausrechnet. Also man hat auf jeden Fall genug. Jetzt kann es ja sein, dass mal eine Gemeinde nur Quellwasser hat und die Quellen versickert ein bisschen. Dann gibt es weniger. Wenn man zu wenig hat, ist man heute so angeschlossen, dass man sofort von den Nachbargemeinden Wasser kann bekommen. Also das mit also die Schweiz vertuscht nicht. Nein, oder? Aber es ist natürlich klar, wenn man sagt, man müsse mit dem Wasser aufpassen. Gut, die, die aus Bech rausnehmen, wo es kein Wasser mehr hat und so, ist begreiflich, dass man dort sagt, nein, das können wir keine mehr rausnehmen. Wenn es nicht mehr dann, hat, ja. Nur noch so wenig drin, sonst haben wir noch weniger, oder? Aber an sich haben wir genug Wasser. Aber das Problem ist natürlich, wenn man dann muss von anderen Orten holen, wird es teurer. Also jetzt fragen wir mal den Landwirt ehemalig, sind an der Landwirthut da. Jetzt das Feld da, das ist relativ geil, oder? Hängt das jetzt ein bisschen zusammen, dass der Boden nicht so... Nein, das ist... Oder ist das gut also jetzt? Also da sitzen wir jetzt auf einem gemähten Weizenfeld. Das ist wunderbar, wir haben nämlich hier das Gebiet. Da gehe ich ja jeden Morgen laufen, oder? Also ich sage immer, wir leben eigentlich in einem Park. Jedermann kann hier laufen, morgens, abends, ist wunderbar. Und gute landwirtschaftliche Kulturen. Dem, der das gehört, das ist der Nachbar, Bauer, ehemaliger Emmentaler. Die haben diesen Feldern auch Sorge. Das ist alles gepflegt, gut, solid. Und das ist jetzt wieder der Vorteil von dem warmen Sommer. Der Weizen ist wunderbar geworden und ganz eine gute Ernte. Und wir sitzen jetzt in diesem abgeernteten Feld und da sind Stoppeln, die sind halt geil. Der Weizen wird ja geil. Aber wenn man weiter hinten schaut, ich nehme an, das sieht man hinten grün. Mhm. Das haben wir vor 14 Tagen noch nicht gesehen. Das war alles ein bisschen teuer. Es hat aber gekettet zwischendrin mal nicht sehr lang, aber etwa eine Stunde oder zwei. Und das ist immer so. Das Gras, das verdörrt, das kommt sehr schnell, wenn es regnet. Aber wenn es nicht sehr viel regnet, darum sieht man da hinten so grün. Das ist jetzt zwar nicht Gras, das ist Raps, weil es ein Rapsfeld war, aber das ist Vegetation. Man muss immer den Leuten auch ein bisschen, sage ich immer, vor allem den Kindern, die Welt ist nämlich in der Ordnung. Sie erneuern sich immer wieder. Und nicht jedes bisschen führt zu einer Katastrophe. Und die Trockenheit wird dann wieder überwunden. Also, die werden wir überwinden. Schauen wir noch zwei Themen an, gehen wir noch in die Realität. Also, wir reden ja nicht nur mit dem Landwirtschaftsexperten oder ehemaligen Bauer, sondern mit dem immer noch Besitzer von der Basler Zeitung, oder? Also, ganz kurz noch gestern, Wettbewerbskommission hat zwei grosse Mediendeals durchgewunken, außer der von der Basler Zeitung und dem Tagesanzeiger. Ja, es ist eben so, dass
jetzig die NZZ und die Aargauer Zeitung von Peter Wandler, die gehen zusammen. Und dann braucht es eine Bewilligung von der Wettbewerbskommission. Und auf der anderen Seite, der Tages TA Media Verlag erwirbt die Basler Zeitung von uns. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen, aber jetzt ist bewilligt worden durch die Wettbewerbskommission NZZ mit AZ. Ist bewilligt worden. Wir müssen schauen, ob das eine Wettbewerbsverzerrung sei. Darum muss man es prüfen. Oder ob die jetzt so stark werden, dass es keinen Wettbewerb mehr gibt. Und noch nicht bewilligt ist worden der Erwerb von der Basler Zeitung durch TA Media. Das ist, weil wir später eingereicht haben. Also das ist nicht ein politischer Grund, oder? Nein, also ich hoffe es nicht. Das weiß man nicht sicher, aber ich hoffe es nicht. Aber wir sind noch in einem Prüfungsverfahren und bis spätestens Anfang Dezember wissen auch wir Bescheid. Und ich habe jetzt dort gelesen, warum das jetzt bewilligt worden ist. Also ich glaube nicht, dass das andere abgelehnt wird, der Erwerb von der Basler Zeitung. Das wäre komisch, oder? Also wir haben ja das Thema letzte Woche schon besprochen. Jetzt machen wir gleich nochmal einen Sprung. Wir haben ein Thema nach dem anderen. Sie haben die nächste Woche noch ein Podium, oder Sie sind an verschiedenen Podien. 20 Jahre, der Fall Christoph Meili, nachrichtlose Vermögen. Das kommt jetzt plötzlich wieder ruhig mit einem Film. Da sind Sie auch noch aktiv gewesen, 1997, oder? Sie haben das Ganze mit Reden auch ein bisschen beschleunigt, oder? Ich allerdings muss sagen, mit dem Fall Bank und Meili. Christoph Meili, das war der Wachmann, der die Akten rausgegeben hat. Ja, das ist an sich ein interessanter Fall. Der war Securitas-Wächter und hat bei der UBS, also hier noch Bankgesellschaft, glaube ich, ja. Hat er müssen wachstehen oder bewachen, ich weiß nicht genau, was er für eine Aufgabe hat, und hat in einem Container für den Abfall hat er gesehen, da hat es einen Haufen Ordner und Papier und hat die scheinbar durchgeschaut und hat gesehen, das sind ja alles Bankbelege aus den Kriegsjahren, also 30er, 40er Jahre. Und dann, so tut er es darlegen, hat er gesagt, also da habe ich gefunden, das geht nicht, das ist rechtswidrig in dieser Zeit, wo wir da jetzt so Druck haben von Amerika. Ich habe Unrecht begangen, Banken und sage nachrichtenlose Vermögen. Und dann hat er die Akten weitergegeben. Ich glaube, weitergegeben an jüdische Vereinigungen, das war nicht so super gewesen, dass er das denen gegeben hat. Jetzt müssen wir die Polizei geben. Und mit dem Fall habe ich nichts zu tun gehabt. Ich habe immer gesagt, dass wir Banken machen. Wenn Banken Unrecht begangen haben, müssen sie auch selber auch wieder das Unrecht gut machen, das heisst, er wollte zahlen. Aber Sie haben ja dort zwei grosse Reden gehalten, mag man sich noch erinnern, 97. Ja, jetzt war es eben so, man hat in dem Fall den jüdischen Weltkongress, der hat sich da aufgespielt und hat gesagt, wir verlangen von der Schweiz, plötzlich von der Schweiz, von der Nationalbank, verlangen wir Geld, nicht mehr von den Banken. Dann ist es ums Geld gegangen, die wollten Geld. Das weiss man heute, ja, kann man ja nachvollziehen. Und ich habe gesagt, und das Schweizer Volk darf nichts zahlen. Das geht nicht. Das ist es, wenn man das zahlt, sagt man, wir haben Unrecht begangen. Und wir haben, im Krieg machen wir auch Fehler. Wir haben auch Fehler gemacht. Wir haben zum Beispiel eine Zeit lang Grenzen zugemacht, weil wir gesagt haben, also so viel können wir nicht aufnehmen. Aber das Boot ist voll, ist jetzt jawohl, ja. Aber das war eine kurze Zeit, dann hat man wieder aufgetan. Und das ist längstens aufbearbeitet. Und das hat man auch nach dem Krieg, schon 1946, mit den Amerikanern grosse Verhandlungen gehabt, wegen dem. Und da hat die Schweiz 250 Millionen Franken, das ist natürlich vor 50 Jahren mehr Geld gewesen als heute, mit der Geldentwertung, gezahlt. Und dann ist das geregelt. Und jetzt haben die gefunden, auf einem Umweg, man kann wieder Geld holen. Und gegen das habe ich mir gewehrt. Und es ist hier niemand. Wir sind ja so angegriffen worden. Also, die Schweiz ist angegriffen worden. Wie wenn sie in der Schweiz nichts gemacht hätte, während dem Krieg als da gesessen und profitiert. Die haben nicht einmal gewusst, dass wir eine Armee haben und so weiter. Und da habe ich gesagt, jetzt langt es.
und einfach ausgeschrieben, so, an einem Samstag in Oerlikon halte ich am Vortrag die Schweiz und der Zweite Weltkrieg eine Klarstellung. Und da sind über 2000 Leute gekommen. Das war eine zweistündige Rede, das ist lang, oder? Das ist lang. Aber, also, müsli-still. Und das hat noch einen Ruck gegeben in der Schweiz. Aha, da steht einer von der Schweiz an. Und viele haben gesagt, das sollten wir eigentlich machen. Hätte der Bundesrat müssen machen müssen. Das hat dann eine Wende gegeben. Und alle diese Forderungen, die Bank, die Nationalbank und der Bundesrat, sind ja dann gekippt. Und haben gesagt, wir tun von der Goldreserve 7 Milliarden. Ja, viel Geld, oder? Ihnen sollen der Solidaritätsfonds. Ja, also, irgendetwas. Ja. Selbstverständlich etwas Gutes. Ja, oder? Wenn du beschissen willst, musst du etwas Gutes sagen. Oder? Und das haben wir bekämpft mit allen Mitteln. Und es ist gerade, das Schweizer Volk hat das nicht bewilligt. Hat gesagt, das machen wir nicht. Und das war aufgrund von diesen Sachen gewesen. Jetzt der Fall Meili. Der Film ist dann plötzlich jetzt zu einem Fall Meili geworden. Es stellt eigentlich die Tragik von dieser Person dar. Weil das ist Tragik wie der. Haben Sie mit ihm selber mal Kontakt gehabt, mit Meili? Nein, ja, nie Kontakt. Ich habe nichts zu tun mit dieser Bankengeschichte. Weil ich gesagt habe, da darf der Staat nicht trainieren. Das sind Banken, die haben Konti eröffnet. Und wenn einer kommt und sagt, der hat noch ein Konto von meinem Großvater, Urgroßvater und das Geld liegt dort, aber es ist niemand da, der es holen konnte, ist das eine Sache zwischen der Bank und diesen Kunden. Und wenn man findet, man hat keine rechte staatliche Regelung, muss man halt ein Gesetz machen. Aber man geht nicht beim Staat Geld holen, weil man von einer Bank das Gefühl hat, man sei übersorgt gehauen worden. Und der Meili ist insofern interessant, weil man weiss nicht sicher, was eigentlich der Beweggrund ist. Weil mir dunkt es auch ein bisschen komisch, dass so ein Machmann so eine Gachte sieht und dann sagt, ja, das ist doch nicht erlaubt nach dem und dem Gesetz. Wieso weiss der das? Aber es könnte ja sein, der ein aufgeheizter ist. Das ist sicher nicht in der Ordnung, was die Banken hier machen. Und dann ist es eben dazu gekommen, dass dann das Weiterungen genommen hat und die Judenvereinigungen. Man muss immer aufpassen, es waren nicht die Juden gewesen, sondern es sind Organisationen gewesen, der jüdische Weltkongress, der uns so erpresst hat. Da ist ja dabei gegangen, sie gesagt haben, man sollte die Schweizer Wirtschaft kauft nicht mehr bei Schweizern und so nichts Zeug, oder? Und das ist dann dazu gekommen, dass er dann natürlich hat er noch einen Preis bekommen von diesen 50'000 Franken, dann hat es gekippt in der Schweiz. Dann war da plötzlich Antipathie gewesen. Und das war auch gefährlich. Das hat nämlich noch ein bisschen Ding gegeben. So eine antijüdische Stimmung. Antisemitische Stimmung. Ja, man hat dann gesagt, das ist nicht der IWC, sondern das sind die Juden. Ja. Und da musste man auch bremsen. Ja, ihnen hat man ja dann auch Worte ins Maul gelegt. Ja, unterschoben. Weil ich gesagt habe, dem jüdischen Weltkongress geht es nur ums Geld. Ja. Und es ist ja nur um das gegangen. Aber man hat dann gesagt, ja, der hat gesagt, den Juden geht es nur ums Geld. Wir mussten dann einen Prozess machen. Und am Schluss hat der Inge, der es im Blick geschrieben hat, gesagt, nein, das hätte ich nicht sagen. Und dann geht es aber wieder einen Vergleich gegeben. Und dann habe ich gesagt, gut, dann ziehe ich die Klage zurück. Sonntagszeitung war es, glaube ich, ja. Sonntagsblick, glaube ich. Sonntagszeitung war es, glaube ich, oder? Nein, es ist ja. Oder auch noch, ja. Sonntagsblick auch noch, ja. Ja. Nein, Sonntagszeitung, glaube ich, nicht. Ich glaube, so nur. Aber ist auch gleich. Also es war sehr eine aufgeheizte Stimmung gewesen. Aber es hat dazu geführt, dass die Schweiz nichts gezahlt hat. Und das ist ganz wichtig. Weil wenn wir dort gezahlt hätten, das ist ja so bei den Erpressungen. Es hört nachher nicht mehr auf. Und der Bundesrat de la Murat, der hat ja gesagt, das ist eine Erpressung. Und der Ding hat, der Bundesrat, hat nachher gesagt, er müsse das zurückziehen, das Wort. Er müsse sich entschuldigen. Und ich habe gesagt, so, du musst dich doch nicht entschuldigen. Es ist ja Erpressung. Und dann hat er sich entschuldigt? Er hat sich entschuldigt, aber wir haben dann ein Plakat gemacht. Einer, der da sagt, hat dich am Vogel Erpressungen.
Schweizer Volk, nein. Ja. Gehen wir in die Realität. Ein Thema, ich weiss, es ist ein grosser Sprung, aber ein Thema beschäftigt die Leute gleich noch. Der Schweizer Franken im Moment macht grosse Schwankungen, oder? Ja. Ist das jetzt auch ein Zeichen, dass die Welt wirklich unsicherer geworden ist? Ja, ist ja so. Der Schweizer Franken ist wieder stark geworden. Immer wenn die Welt unsicher ist und einem jetzt etwas passiert, suchen die Leute Sicherheit. Das ist ja klar. Und das ist der Schweizer Franken, ja? Ja, da sieht man, dass das verschupfte Land hier, wenn sie uns hören, wir sagen Abschotter, furchtbare Leiden, wir sind die EU. Das Land ist ein Hort von der Sicherheit. Weil, wo geht man hin, wenn man das Geld sicher hat? Man will etwas haben, das sicher ist. Und jetzt haben wir wieder eine Währungskrise in der Türkei. Enorm. Die türkische Lire geht so das Loch ab. Und das hat ja Leute, die denen Geld gegeben haben. Also Länder. Zum Beispiel Italien. Spanien ist vorderst. Italien, aber auch Deutschland, die haben denen Geld gegeben. Und dann kommt die Angst, oh, das Geld, das die denen gegeben haben, ist ja viel weniger wert. Die verlieren. Und wenn sie verlieren, reissen sie nicht die Banken mit. Wenn sie die Banken mitreissen, reissen sie auch nicht die ganze Wirtschaft und so weiter. Und dann sagen sie, oh, jetzt müssen wir aufpassen, dann reissen sie auch den Euro mit. Also gehen wir zum Euro aus. Wo gehen wir hin? Kannst du noch in Dollar? Und dann haben sie vielleicht ein bisschen, ja, es geht auch in Dollar, oder? Aber aufpassen hier mit dem Trump, weiss ich auch nie sicher. Und dann gehen sie in Schweizer Franken. Aber jetzt haben Sie gerade die Türkei angesprochen. Was hat denn eigentlich der Trump gegen den Erdogan? Das ist der Welt nicht ganz klar, oder? Ja, also es ist ein praktischer Fall. Der Erdogan hat verhaftet einen Pfarrer, einen amerikanischen, und hat den in der Haft. Und zwar, weil er behauptet, er sei befreundet mit seinem Gegenspieler Gülen. Das sind halt da Diktaturen, oder? Ja. Und der sagt, ja, der Gülen steckt in dem Staatsstreich, den sie hatten, den Militärputsch, oder? Und Trump sagt, die Amerikaner müssen freilassen, den müssen ausliefern. Den müssen ausliefern auf Amerika, und der Erdogan sagt, und das mache ich nicht. Ein Freund vom Gülen wird nicht ausgeliefert. Jetzt kommen die Sturheiten von Staatschefen, oder? Der wird nicht ausgeliefert. Und es hat einen Diktator jetzt, oder? Und er hat die Vollmacht. Und jetzt hat Amerika gesagt, los, wenn du den nicht auslieferst, wir haben schon Mittel. Und hat noch in dieser etwas aufgeheizten Stimmung in der Türkei, weil wirtschaftlich geht es im Moment der Türkei schlecht, darum ist auch die Lira natürlich ab, aus anderen Gründen, ist er noch mit Strafzöllen gekommen, wo die türkische Wirtschaft trifft, und das hat nochmal einen Schub gegeben. Und jetzt sagt natürlich der Erdogan, das ist Amerika, das ist eine gezielte Aktion, der Lira, die Lira zu schwächen in der Türkei. Das glaube ich nicht. Er will, weil der Trump besonders sagt, ich setze mich ein für die Amerikaner, und wenn der einen in der Kiste hat, wo er nicht haben sollte, muss er ihn ausliefern. Und diese Unsicherheit ist wieder die Sicherheit des Franken, und darum wird der Franken mehr wert. Da kann an sich das Volk ja freuen. Sie haben eine stärkere Währung in der Hand. Man sieht jetzt, was das ist, wenn man eine Schwache in der Hand hat. Auch die türkische Exportindustrie ist vielleicht auch froh, dass sie so eine schwache Lira haben. Aber kein Land muss ein Währungszerfall, oder? Aber es ist ja noch interessant, dass in der Wahrnehmung ist ja eigentlich der Erdogan immer der Bösewicht gewesen, oder? Ja. Aber wenn der Trump kommt, ist er plötzlich wieder ein Darling, oder? Das ist leider in der jetzigen Situation so. Man kann über gewisse Leute ja nichts lesen. Wo jemand, dass man weiss, was macht er eigentlich. Weil alle, also beim Trump gehört es einfach zum guten Ton, dass man dem erst muss sagen, er ist ein dummer Sieg, oder? Ja, ja. Und dann nachher kommt er, dann denkst du, ja, dann ist ja das ja, auch nicht. Aber ist ja schon interessant. Jetzt haben wir immer den Erdogan abgezogen, ja. Sie müssen weg. Aber komm, kommt der Trump, sagt ja, jeder. Ja, will natürlich der Erdogan auch sagen, das sei der Trump. Ja. Der hat natürlich einen ausgesucht und er sagt, der hat auch nicht viel Sympathie. Und der Erdogan selber ist ja das Gleiche, muss man jetzt auch wieder aufpassen.
ich sage immer, am Anfang, als Erdogan angefangen hat in der Türkei, hat er es nämlich gut gemacht. Also da war die Wirtschaftskrise enorm gewesen, und er hat die wirtschaftliche Erholung angebracht. Also das war vor über 10 Jahren, gewesen, 15 Jahren, oder? Und ich habe ja da mit der türkischen Regierung zu tun. Sind Sie ja selber drinnen gewesen? Ja, selber drinnen gewesen. Und die Türkei hat mir einen guten Eindruck gemacht, weil sie so gekommen ist. Aber leider, wie es denn so ist, oder? Macht bekommen, Macht noch vergrößert. Am Schluss ist er ein Diktator geworden. Und jetzt weiss er nicht mehr nie und aus. Das merkt man ja, oder? Und jetzt sind alle anderen die Schuld, wenn einem jetzt etwas passiert. Und das, was er sollte machen, kann er nicht machen. Dann hat er wieder Leute, das ist dann auch typisch, oder? Er hat den jetzigen einen Finanzminister hergetan. Das ist sein Schwiegersohn. Aber da weiß gar niemand recht, warum der Finanzminister ist. Hat er noch andere Eigenschaften als Schwiegersohn? Schwiegersohn langt ja nicht. Muss ja nicht so schlimm sein, wenn es ein Schwiegersohn ist, wenn der wirklich kompetent ist. Aber es glaubt jeder, der ist gar nicht kompetent. Und ich habe jetzt gesehen, wenn er auftreten ist, sagt er, ja, wir machen jetzt, dann schauen jetzt das, dass die Wirtschaft in Schwung kommt und so weiter. Aber ich weiß gar nicht, wie der das macht und er allweg auch nicht. Also, sind wir gespannt, wie der Fall weitergeht. Also, sehr eine interessante Sendung mit einer ganz grossen Tour d'Horizon von der Feuchtigkeit bis zum Schluss zum Erdogan. Das war Stella Blocher, nächste Woche gleiche Zeit. Freut mich, wenn Sie dabei sind und noch ein schönes Wochenende.